Ja, hey und willkommen zu einer weiteren Folge von Extinction. Dieses Mal nicht von unserem Server und auch kein Dino-Spotlight direkt, sondern ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, sofern ich das jetzt irgendwie gleich auch hinkriege. Ein Spotlight zum Titan-Taming. Ich versuche das gerade mal ein bisschen alternativ. Also ihr seht, ich persönlich als Player bin jetzt gerade im Moment komplett ohne Rüstung unterwegs, habe irgendwelche Random Stats und bin in God Mode und Infinite Stats. Mein Viech allerdings, seht ihr ja, verliert Stamina und im God Mode ist es auch nicht. Denn ich werde das gleich tatsächlich mal, ja, hier mit so einer Eule versuchen. Kann sein, dass es komplett schief geht. Das Ding ist halt einfach nur, ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt und die meisten Leute schießen da halt mit irgendwas drauf. Das, ja, ist ganz nett. Problem dabei ist halt, man braucht irgendwas, um da drauf zu schießen. Man braucht meistens irgendwie ein Tech-Suit oder so, um dann tatsächlich da auch vernünftig außenrum manövrieren zu können. Und das haben wir halt auf dem Server nicht und dementsprechend müssten wir das erstmal farmen. Und bis dahin hat wahrscheinlich irgendein anderer Vogel den Eistitan gemacht. Also heißt es jetzt All-In, aber nicht ganz All-In, deswegen probiere ich es jetzt hier auf dem Singleplayer. Falls ihr sehen wollt, wie wir das Ganze probieren, dieses Video wird wahrscheinlich online gehen, kurz bevor ich dann tatsächlich auch meinen Stream anschmeiße und wir das Ganze auf dem Server probieren. Wie gesagt, sofern halt noch niemand irgendwie dann in der Zwischenzeit den halt schon getamed hat, weil, ja, man kann halt nur einen Titan von einem Typ auf dem Server haben. Falls ihr da irgendeine Server-Einstellung kennt, um das zu ändern, wird das natürlich auch ultra cool. Aber ja, solange dem halt irgendwie nicht so ist, müssen wir irgendwie versuchen, den letzten noch tamebaren Titan, und zwar den Eistitan, uns irgendwie unter den Nagel zu reißen, bevor das jemand anderes macht, weil mit so einem Titan kann man halt relativ chillig, sage ich jetzt mal, zum Beispiel rote Drops machen und ja, wenn halt irgendwie die Element Veins mal wieder drin wären oder Element Nodes heißen sie ja, könnte man halt auch die ganz relativ einfach, oder was ist relativ sogar noch einfacher als die roten Drops machen und vielleicht halt sogar die krassen legendären Drops. Und da kommt halt ein Haufen geiler Scheiß raus, den man halt dann durchaus mal verwenden kann für zum Beispiel King Titan machen oder halt, ja, einfach so zum Rumeiern und Spaß haben. Zum Beispiel eben auch mal, um den Mech wirklich in seiner vollen Ausstattung zu testen, braucht man halt auch mal ganz gut Element und ja, ne, das muss man halt erstmal haben. Und damit ließe sich das also ganz gut farmen. Genau, falls ihr euch fragt, wieso irgendwie jetzt nicht so super viel Content zu Extinction auf meinem YouTube-Channel erschienen ist, weil es in letzter Zeit sehr viel auf Twitch zugeht mit diesem Channel hier und so. Heißt, wenn ihr Bock habt, kommt einfach mal auf Twitch vorbei und gönnt euch den Livestream. Ich lade mal so ein kleines 6-Sekunden Ankündigungsvideo hier auf YouTube hoch, was halt irgendwie euch sagt, hey, der Stream ist online und solange dieses Video online ist, bin ich auch auf Twitch online. Also ich meine, wenn ich halt meinen Stream ausmache, dann lösche ich halt das Video so im Rahmen von 5 bis 10 Minuten danach. Also das heißt, wenn ihr es jetzt irgendwie ganz spät in der Nacht seht, kann es halt sein, dass ich dann doch nicht mehr online bin, weil ich gerade das Video löschen wollte oder so. Aber im Prinzip, solange das Ding halt online ist, müsste auch der Stream da sein. Ich hatte ja mal irgendwann gesagt, followt mir halt einfach mal irgendwie auf Twitter oder halt gleich einfach auf Twitch, dann seht ihr es auch. Das hat aber bisher so mäßig funktioniert. Also ich habe es halt einfach mal ausprobiert. Ich hatte das am Anfang halt nur auf Twitter gepostet. Da kam nicht wirklich irgendwie was bei rum. Dann hatte ich das Ganze irgendwann halt einfach über Twitch gemacht, so nach dem Motto, okay, wenn man followt, kann mir zugucken. Und dann das Ganze jetzt auch mal eben gestern mit Ankündigungsvideo getestet. Und ja, das hat wesentlich mehr gebracht, mit Ankündigungsvideo am Start zu sein. Und viele Leute wussten es halt vorher auch gar nicht und haben sich dann so gedacht, ja kacke, jetzt habe ich voll viele Streams verpasst. Falls euch also auch so geht, dann ja, keine Ahnung. Macht hier wenigstens die Glocke an, dann kriegt ihr die Ankündigungsvideos mit. Die kommen halt meistens irgendwann so am späten Nachmittag bis frühen Abend, by the way. Also ja, so zur üblichen Primetime. Ich muss nochmal gucken, vielleicht führe ich irgendwann jetzt auch nochmal irgendwelche Streamtage ein. Wobei ich da halt mal gucken muss, im Moment ist halt jeder richtig hart am Streamen und ich will jetzt halt auch nicht, dass sich dann meine Streams die ganze Zeit überschneiden mit den Streams von anderen Leuten, sodass man sich dann halt irgendwie immer entscheiden muss. Ich meine, erstens fuckt es halt euch ab und zweitens bringt es mir halt auch nichts, wenn irgendwie die Hälfte aller Leute sich dann sagen, okay, gucke ich jetzt lieber bei Gato oder Kay oder Scumbag oder keine Ahnung, wer halt gerade noch so alles streamt. Oder halt bei Ghost, so, warum, ne, soll ich das machen? So, ich kann halt auch gleich einfach sagen, okay, gut, wir streamen halt irgendwie so, dass es sich zumindest mit möglichst wenig Leuten überschneidet. Gut, ich streame jetzt in letzter Zeit viel mit Gato zusammen, also da ist natürlich die Überschneidung auf jeden Fall gegeben.
Aber das liegt halt auch einfach daran, dass wir halt zusammen auf dem gleichen Server zocken und relativ ähnliche Ziele verfolgen, die man halt gut und gerne auch mal beide streamen kann. So, ich glaube, ich habe mich tatsächlich verflogen. Ja, keine Ahnung. Ich böller jetzt einmal mal den ganzen Spaß rein und wir gucken mal, was man so machen kann mit so einer Eule bei dem Eumel. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Also, ja. Nochmal für alle, die sich jetzt irgendwie zum Titan durchgeskippt haben. Ich habe euch bestimmt irgendwie, naja, habe ich wahrscheinlich nicht, aber falls ihr euch bis hier durchgeskippt habt, ich selber als Player habe keine Rüstung an und Infinite Stats. Einfach weil ich zu faul war, mir jetzt einfach zu Testzwecken, ich will das halt einfach testen, ob das mit der Eule klar geht, mir jetzt irgendwie eine Rüstung zu cheaten. Also, ja, wundert euch da nicht. Die Eule hat aber ganz normale Werte, verliert ganz normal Leben und irgendwo hier müsste gleich der Titan auftauchen. Naja, da ist er ja. Der Hühner ist rege. So. Gucken wir doch einfach mal. Was hast du denn so? Okay, also du kannst springen. Das ist auf jeden Fall schon mal nice für dich. Und das kannst du sogar relativ gut, würde ich mal an deiner Stelle so behaupten. Hittest du mich hier hinten? Eigentlich nicht so sehr. Ja, hey und willkommen in der Timelapse zum Titan. Cool, ne? Ich habe jetzt das Ganze relativ krass hochgespeedet und werde euch einfach mal gerade ganz kurz so meinen groben Gedankengang erzählen, wieso ich was jetzt wie mache. Mein Plan am Anfang war halt einfach, das mit einer Eule zu machen, weil die kostet nichts und kann sich heilen, das ist halt ultra nice. Hat sich dann aber halt relativ schnell gezeigt, das geht halt vielleicht für den Beintumor-Dingens da, aber sonst nicht so wirklich gut. Also habe ich beschlossen, mir eine Fab-Sniper zu cheaten und mich einfach mal an verschiedenen Stellen am Rand der Arena hochzubegeben und halt eben quasi mir eine Stelle zu suchen, von der aus der Titan halt, naja, nicht so wirklich Reach an einen hat und einen halt nicht einfach anspringen und killen kann. Mal gucken, wie wir das dann tatsächlich auf dem Server umgesetzt kriegen. Ihr seht jetzt aber erstmal so, wie das ungefähr jetzt hier irgendwie so läuft. Und ja, ich würde sagen, Musik ab und Film auch. Und wir hören uns dann am Ende nochmal kurz. Also dann tschüss und viel Spaß mit der Timelapse. Show me.
Ja, Leute, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, Eule hat nicht so funktioniert. Ich habe zwischendrin auch mal versucht, die ja per Infinite Stats irgendwie, ja, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise zu verwenden, um halt da irgendwie vielleicht, also sozusagen meine Theorie im Allgemeinen zu proven. Und jetzt probieren wir gerade noch schnell ein paar Attacken aus. Also, ich habe eine Leap-Attacke mit Leertaste. Ich glaube, da muss ich auch einfach nur einmal kurz Leertaste drücken und dann springt er dahin. Mit der kann ich aimen. Das ist schon mal ganz nice. Macht dezent viel Schaden. Ich habe eine Rechtsklick-Attacke. Damit werfe ich irgendwas. Ich habe eine Linksklick-Attacke, das wahrscheinlich einfach zuschlagen. Ich habe eine C. Das ist so ein Freeze-Shit. Ja, und damit kann ich halt Eis werfen. Also mit Rechtsklick, wie eigentlich schon erwähnt. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, der böllert extrem. Ich meine, hier läuft jetzt nicht so wirklich was rum, was wirklich beweisen würde, ob der extrem böllert, aber ich meine, also der ganze Shit hier ist halt One-Hit, so Mammuts und so Mist, aber gut, die sind halt auch alle nicht High-Level. Mal gucken, was hat denn der für Stats? 55k Leben, 175 Damage, gut, das ist jetzt nicht wirklich in der Relation. 10k Stamina, die er halt verwenden kann für zum Beispiel so einen Leap, der halt schon ganz gut Stamina zieht auch. Je nachdem, wo wir hin aimen, stampfen wir dann auch zum Beispiel mit dem Fuß auf. Also der kann schon einen Haufen coole Sachen. Die Frage ist nur, ob wir das jetzt halt so auch auf dem Server machen können. Meine Conclusion, was wir halt für den Server jetzt eventuell uns hier überlegen könnten, wie wir es machen wollen, war halt relativ easy. Und zwar, es funktioniert ja relativ gut mit der Fab Sniper. Man wird also wohl jemanden brauchen, der bei alledem dann auch da irgendwo rumeiert und ja, irgendwie den wahrscheinlich rumzieht, einem dahin zieht, wo man hin will, und irgendwelche Leute müssen halt einfach auf die Corrupted Stellen snipen. Dementsprechend werde ich jetzt auf den Server gehen und noch ein bisschen was farmen, und wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann sehen wir uns hoffentlich auch nachher im Stream, und dann würde ich mal sagen, haut da rein, Leute. Tschaußen.